Hallo und herzlich willkommen zu Simon Zockt. Heute habe ich für euch eine weitere Indie-Perle und zwar nennt sich das Spiel Roundabout und es ist ungefähr Crazy Taxi in noch verrückter. Ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen, es ist ein großartiger Spaß. Ihr seht schon im Hintergrund, das sieht eher nach einem Film aus, nicht nach einem Spiel. Und ja, das ist ein Spiel, das einen Riesenhaufen an FMV-Cutscenes hat, also Full-Motion-Video, so wie damals zum Beispiel Command & Conquer, ne? Wenn sich jemand dran erinnert, das war ja großartig, wie so ein schlechter B-Film, aber trotzdem einfach mit einem eigenen Charme. Und da gab es einen ganzen Haufen Spiele, zum Beispiel diese Tex Murphy-Adventure-Games oder irgendwelche Arcade-Shooter-Spiele im Westen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, oder zum Beispiel sowas wie Night Trap, falls das jemand kennt, einfach diese FMV-Spiele und dieses Ding versucht es dann halt tatsächlich einzufangen. Es gibt, glaube ich, über 3 Stunden dieser schlechten Cutscenes. Die Schauspieler sind unfassbar schlecht, aber es ist super großartig. Und im Kern ist das Ganze ja ein Puzzlespiel, ein bisschen wie Crazy Taxi, aber ich will jetzt mich selber nicht ein bisschen überholen, sondern wir wollen mal von vorne anfangen, indem ich euch einfach das Spiel zeige. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, wie das so immer ist bei Simon Zockt. Es ist ja kein wirklicher Ersteindruck, sondern ein fundierter Ersteindruck. Ja, wir sind der welterste Drehlimousinenfahrer. Okay, was bedeutet das jetzt konkret? Das bedeutet, dass unsere Limousine permanent Donuts macht. Die ganze Zeit. Das mache also nicht ich, sondern das macht die Limousine. Das ist unser Fahrstil einfach. Und das Ganze funktioniert jetzt so. Wie ihr seht, geht es darum, durch die Stadt zu fahren und möglichst viele Leute zu überfahren. Nee, nicht wirklich. Es geht darum, Punkte zu sammeln. Es geht darum, Leute von A nach B zu befördern. Und dann kann man eben auch, das ist ein Open-World-Puzzle-Game, was ich sehr interessant finde. Dann muss man hier, seht ihr ja gerade schon, einfach auf eine gewisse Art und Weise fahren, um durch diese Engpässe eben durchzukommen. Man kann die Limousine auch beschleunigen. Also ich werde hier sehr häufig sterben, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Man kann die Limousine beschleunigen, an gewissen Stellen kann man die Limousine auch bouncen lassen und dann wechselt sie die Richtung. Das erinnert mich so ein bisschen, es gibt so ein japanisches Puzzlespiel, da spielt man irgendwie so einen kleinen Stock, der eben dasselbe macht und auch durch so ein Labyrinth navigiert. Das sieht erstmal total dämlich aus, ist es auch, aber es ist seltsam hypnotisierend und vor allem, sobald wir dann den ersten Passagier jetzt mal eingefangen haben, kann ich jetzt denn schon hier durchfahren oder? Nee, kann ich nicht. Oh, ja, ich bin fast explodiert. Ja, eigentlich bin ich schon in der großen Stadt, nur sind wir hier gerade momentan in dem kleinen Dorf noch. Da wollen wir erstmal rausfahren. Also muss ich mal hier den Roundabout, den Kreisel, muss ich mal durchfahren. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal erstmal in die Stadt. Und ich versuche nicht zu viele Leute zu überfahren, obwohl das eigentlich, also das ist ja ein integraler Bestandteil. Ich verliere auch schon die ersten Reifen. Toll, jetzt brenne ich. Ja, super. und es ist wirklich, es ist überhaupt nicht einfach. Also es ist ziemlich schwierig sogar. Da bin ich schon verreckt. Dann wollen wir doch mal gucken. Also man kann die Limousine auch upgraden. Ich habe hier den Zeitlupen-Modus, also ich kann einmal die Limousine beschleunigen, ne, um halt schneller irgendwo durchzufahren, oder ich kann diesen Zeitlupen-Modus machen, um halt hier durch irgendwelche Engpässe durchzukommen. Ah, ich wünschte, ich könnte euch jetzt so, und hier sind diese Bouncer, an denen kann man seine Richtung ändern. So. Hilfe! Ich will da nur spielen. Ah, wow. Okay, da bin ich jetzt gerade nochmal so schnell durchgejettet und habe es gerade so überlebt. Wo ist denn die Map? Lass mich nochmal kurz schauen hier. Also. Ist das die? Das ist wohl die Stadt, ja. Oder sind wir hier? Nee, das ist nicht die Stadt, oder? Naja, wir fahren aber zum nächsten blinkenden gelben Stern. Das ist der nächste Passagier auf jeden Fall. Das ist eigentlich das, was ich will. Ich will euch ja auch mal diese dummen Cutscenes und die Scheiße, die schlechten Schauspieler zeigen. Also wenn man hier irgendwo inzwischen hängen bleibt, dann ist es vorbei, ne? Also, es gibt auch eine Story. Ihr seid halt hier inklusive Liebe, Intrigen und Verrat und natürlich alles in fürchterlich schlecht. Aber das ist super großartig. Das finde ich auch der beste Teil am Spiel. Wobei hier dieser Puzzle-Aspekt... Oh, crap. Verdammt. Dieser Puzzle-Aspekt ist auch
wie gesagt, ziemlich hypnotisierend. Und da kann man schon, also das ist schon eine ganz, ganz interessante Art, sich durch die Stadt zu bewegen, durch so ein Puzzle zu bewegen. Wir sind auch tatsächlich schon in der großen Stadt. Ich war gerade nur irritiert, weil das Startgebiet, wo wir gestartet sind, das sah eben genauso aus wie das Startgebiet. Ah, ich habe mich auch in die falsche Richtung gedreht, weil ich eben gegen den Bumper gefahren bin. Das ist manchmal ein Problem, wenn man gegen den Bumper fährt und dann in die falsche Richtung nur fahren kann. Oh, oh, oh. Ja, nee, das Startgebiet sah vorhin eben so aus wie das im ersten Gebiet und da war ich ein bisschen irritiert. Aber nee, wir sind tatsächlich in der großen Stadt. Das heißt, wir müssen dann hier irgendwo hochfahren. Ja, hier nehmen wir mal die Hauptstraße. Oh, ich hab's überlebt. Ja, und dieser Jump, der macht es auf jeden Fall definitiv leichter. Den kriegt man während der Story eben. Und ja, es gibt eben noch andere Sachen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da steht, der Weg ist blockiert. Das kann ja nicht sein. Also wir wollten ja eben durch diesen Tunnel fahren. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht hochkommen irgendwo. Na? Come on. Limousinenmensch. Tja. Und dann, das Lustigste an dem Spiel ist, glaube ich, dass man die ganze Zeit eben unterwegs ist mit halt diesen Hornfound, toll, mit den Passagieren und während die im Auto sitzen, fährt man halt hier alles zu Schrott, inklusive sich selber und eben die ganzen Passanten und die Passagiere sind dann alle so, yay, das ist die beste Art der Fortbewegung, ich finde das toll und ja, ist ziemlich blöd, aber auch irgendwie lustig. Ach ja, okay. Ah, ich sehe schon, es war gar nicht hier dieser Tunnel, sondern... Crap. What? No, da war eine Lampe auf dem Kreisel. No. Aber ja, hier... Dammit. Fick. Wir müssen diesen Weg hier hochfahren. Alright. Puh. Also probiert es selber, ja, wenn ihr wollt. Es ist echt nicht leicht. Nicht, dass ihr mir das jetzt hier vorwerft, aber es ist tatsächlich... nicht einfach. Und jetzt muss ich hier so, ne, seht ihr ja gerade, sobald ich halt weiß, wie ich navigieren möchte, geht das ja auch. Also, ich finde es unfassbar spannend eigentlich, irgendwie einfach diese dumme Navigation. So, jetzt müssen wir hier die Richtung wechseln. So, haben es gleich geschafft. Sind gleich hier im High-Life-Reichenviertel. Oh boy, Danny Stevens. So, jetzt haben wir unseren ersten Passagier. Hat ja auch lange genug gedauert, jetzt könnt ihr mal so eine tolle Cutscene euch angucken. Vor allem die Reaktionen vom Chauffeur, ja, die sind nämlich komplett separat gedreht. Und haben halt überhaupt nichts, oh mein Gott, überhaupt nichts damit zu tun. Die haben die quasi in unterschiedliche Räume gesetzt wahrscheinlich. Ich denke, das war auch Absicht, dass die Reaktion vom Chauffeur halt immer total blöd und unpassend aussehen. Alright. Wow! Oh. Okay, okay, dann. Let's do this. Ah, dammit. Wow. Ein paar Leute noch überfahren zusätzlich. Ah ja, jetzt müssen wir Fußball spielen. Das Spiel hat auch immer mal so ein paar blöde Minigames. Sorry, es tut mir leid. Ich will doch nur Fußball mit meiner Limousine spielen. Come on. Achso, jetzt hat er schon genug, oder was? Na dann. Oh ja, das Spiel hat auch durch diesen Jump plötzlich eine Vertikalität in den Puzzles bekommen. Ich bin neulich auch so eine Construction Site hochgefahren, das war auch ziemlich spannend. Also es ist schon ein sehr, sehr interessantes Open-World-Puzzle-Game. Ja, cheers auch dir, du Lappen. Ach ja je. So, alright, oh, sick Jump, yes. Jetzt... Wow, okay, so, jetzt können wir direkt den nächsten Passagier nehmen. Die sind glücklicherweise immer in der Nähe. Oh ja, das ist Beth, unser Love Interest, ja. Ah, siehst du, da guckt er schon anders, der Giorgio. Oder die Giorgio. Keine Ahnung, die Besetzung, naja. Na, 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 na.
Holy crap. Das war ein ganz schöner Fail. Wow. 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 Oh, alter Vater. Ah. Oh mein Gott. Ja, das war klar, dass ich jetzt explodiere. Was ist hier denn los? Schaut euch das doch bitte mal an hier. Guckt euch das doch mal an. Es kann auch guten Gewissens keiner... Komm schon. Nein, ich will das Geld haben. Es ist einfach ein Haufen grünes Geld, ein Haufen Cash. Verdammt. Zumindest haben die Missionen bisher nur selten Zeitlimits gehabt. So, den müssen wir uns jetzt noch holen, den Haufen Cash. Geh weg da. Den müssen wir nochmal fahren lassen. Jetzt nochmal. Leider drehen wir uns zu langsam. Jetzt aber. Jawohl! Ist mir egal, ich hab das Geld. Ja. Und das ist auch schon das... Ja, oh Gott, ist das mies. Das ist auch schon der Großteil des Spiels, ist eben tatsächlich hier dieser Puzzle-Aspekt und... ich glaube, es wäre smarter, wenn ich in die andere Richtung rotieren würde. Wow! Ah, und da kommen nämlich an, bin ich eigentlich ganz sicher, noch weitere so Aspekte wie eben dieser Jump dazu. Die sind leider, werden noch nicht angezeigt, aber bis jetzt zeigt das Spiel definitiv definitiv einen extrem super charmanten B-Film-Flair. Oh Gott, oh Gott. Es ist teilweise halt auch einfach Fremdschämen für diese Zwischensequenzen. Aber so soll das auch sein. Das war alles Absicht. Ah ja. Ronaldo ist unser Erzfeind. Das ist ein französisch-kanadischer Revolving-Limousinen-Fahrer, der uns quasi nachgemacht hat, unseren Fahrstil. Und der fährt eine schwarze Limousine. Das ist, deswegen wissen wir, dass er böse ist. Oh, müssen wir hier kurz durch Chinatown navigieren. Hi. Crash through those gates. Ja klar, ich kann ja, hab ja keine andere Möglichkeit zu fahren. Oh mein Gott, das sieht, ach du Scheiße. Okay, das tun wir jetzt noch mal ein bisschen mit mehr Bedacht. Nein. Oh Mann. Oh Gott, ach du Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Also hier kann ich mich auf jeden Fall frei drehen. Oh, wow. Moment, das muss ich jetzt erstmal machen. Jawohl! Oh, scheiße. Das wäre auch zu schön gewesen. Oh ja, wir können es weiter probieren. Cool. Hey, Moment mal. Da war aber die Hit Detection jetzt nicht so gut. Wow, Limousinen Kung Fu. Holy crap. es ist auf jeden Fall extrem befriedigend, hier so einen Jump zu landen. Okay. Nein! Ah, ich bin genau daneben gelandet. Ich glaube, sein Ziel ist erstmal, uns hier überhaupt einfach nur rauszukriegen. Vierfach Multiplikator. Ah, da war eine Lampe im Weg. Das ist mit eines der härtesten Puzzle, die ich bisher gefahren habe. Weil sich hier alles bewegt. Nein. Oh. Okay. Jawohl. Jawohl. Da ist ein Haufen Cash. Den will ich auch noch. Jawohl. Jawohl. So sieht's aus. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier wieder rauskommen. Ich hoffe, wir spawnen da hinten wieder. Ja, das ist ein bisschen zu weit hinten. Aber hier die Viecher, die Cargo-Behälter, da können wir auch drauf springen, ist mir gerade aufgefallen. Das hätte ich vielleicht eben mal machen sollen. Verdammt nochmal, diese Kacklampen, Alter. Kannst hier alles kaputt fahren, nur diese Lampen nicht. Ah. Ja, dann ist halt der Kombometer hinüber. Boah, der Kombometer hinüber, sobald man halt hier einmal richtig verkackt hat. Ne? Und dann wird es auch nichts mit den Nachbarn. So. Ja, Moment mal, was? Jetzt führt er mich wieder in die Docks rein? Was soll das?
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich war doch gerade da. Oh. Boah. Nein. Boah, das war knapp. So. Ach, Mist. Ich wollte eigentlich gegen das Bouncy-Ding da fahren, aber. Moment, probieren wir das nochmal. Gott verdammt. So. Also hier. Ja, da kann man zumindest nicht durch. Man kann durch einige Zäune durchfahren. Durch die hier konnte man jetzt nicht durchfahren. Das war jetzt dann auch schon wieder. Okay, boah. Krass. Good. Leo better be right about this. Okay, kid, get us out of here. I got work to do. Oh, komm schon, es war so knapp. Come on. Wow. Nein, oh Gott, es ist teilweise so frustrierend, aber dieser lustige, bekloppte FMV-Teil, hier ist zum Beispiel wieder ein Zaun, wo ich durchfahren kann, glaube ich, ja, toll, super, ich habe mich erst nicht getraut, ne, ja, toll, super, ja, da muss das Spiel vielleicht ein bisschen besser kommunizieren, aber allgemein bin ich damit auf jeden Fall, also es bringt mich auf jeden Fall häufig zum Schmunzeln. Jetzt kriegen wir irgendwas, irgendein Upgrade für die Limousine. What the fuck? Ja. It's so happening, they haven't even built it yet. Go south. Ja, okay. Disco Stu möchte zu irgendeinem Denkmal gefahren werden. Hä, das macht keinen Sinn. Ach, das bewegt sich. Ich wollte gerade sagen, da war ja auch gar nichts. Nett. Nett Spiel. What? Hey, das wär's doch noch gewesen. Was soll das denn? Schiebung. Yay. Yay. Limousinen-Jumping. What? Okay, wow. Auf einer einsamen Insel gelandet. Müssen wir wohl hier unten drauf. So. Wenn man zu viel drüber nachdenkt, in jedem Moment, da wird einem bewusst, wie bekloppt die Prämisse überhaupt ist. Aber wie gesagt, ist tatsächlich ein durchaus passables Puzzlespiel. Alright, ich wusste, da kommt noch einer. Ich wollte gerade schon den Jump einfach so wagen. Ach ja, die Taco Statue of Liberty. Ah, da sind irgendwelche Pfeiler, die ich nicht gesehen habe. Oh Mann. Aha, er ist gar nicht Disco Stu, sondern Disco Silvan. No. Disco Silvan. Oh Gott. Ah. Und jeder Charakter ist schlechter geschauspielt als der andere. Er ist auf jeden Fall schon ein Highlight gewesen bis jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ranked number one against friends. Ja, kann dran liegen, dass keiner meiner Freunde dieses Spiel hat. So, dann würde ich sagen, wir fahren nochmal einen Fahrgast. Ich denke, dann habt ihr einen guten Eindruck vom Spiel bekommen, vom Humor und vom Puzzle-Aspekt. Okay, der ist drauf. Dude, the mechanic guy sent me. Mike? Michael? Yeah, he wants to meet you at the top of the parking garage. Yeah, dude. Sweet. Parking garage. Ach so Scheiße, jetzt muss ich einen Parkhaus hochfahren. Na toll, da habe ich mir ja genau das Richtige ausgesucht, ha? So, oh, jetzt fahre ich aber gerade ziemlich gut. Noch kein Crash gebaut. Wahrscheinlich kaum sagt er es. Holy shit, man. Holy shit. Oh my god. Oh, Mann. What? Das ist so schwierig. Teilweise. So, okay. Ich hab's gepackt. Sorry. Sorry, ich komme. Ich schaff das.
Ach, das hat nur zwei Stockwerke. Ich dachte jetzt an so eine. Na, Pillen? Moment mal. Take two of these and you'll feel like a psychedelic unicorn blasting off into space. But wearing a limo suit. Yeah, think about that, man. Enjoy. Hä? Was? Jetzt habe ich was? Pillen bekommen? Jetzt wird es aber ein bisschen seltsam. Gerade macht die Story für mich noch weniger Sinn als sonst. Und das will was heißen. Ja. Ich denke, das war ein guter Eindruck von Roundabout. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich will gerade noch hier zum letzten Passagier fahren, um einfach zu gucken, was das für einer ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich habe schon länger keinen Simon Zock mehr gemacht, aber ja, das ist vielleicht das Spiel, wo ich den Pressecode am schnellsten überhaupt bekommen habe. Also innerhalb von 10 Minuten, nachdem ich die E-Mail geschrieben habe. Das war also nochmal vielen Dank an No Goblin Games. Ich glaube, die haben hier ein großartiges Stück, wirklich besonderes Indie-Spiel hervorgebracht. Also ich habe schon lange nichts mehr gesehen, was wirklich so bekloppt war und finde ich halt absolut großartig. So, dann schauen wir uns den Kerl noch an und ich denke, das war's dann wieder von mir. Wie gesagt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, auch mal auf meinem Kanal vorbeigucken für weitere Simon zockt und andere lustige Videos. Es gibt im Moment auch viel Destiny und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Hello, Giorgio! I'm your pal Jeffrey! Make no bones about it, I'm excited to see you!